Und damit willkommen zurück zur roten Pokémon-Edition, die Randomizer Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal habe ich mir noch einen Ratzfratz gefangen, den habe ich jetzt trainiert. Ich habe sie erstmal auf 10 trainiert. Alle. Und da hat dann mein Ratzfratz Ruckzuck überlernt. Meine Knospe hat noch Egelsammler dazu erlernt. Und Taubsi hat halt Sandwirbel dazu erlernt. Nicht so wirklich prickelnd, aber gut. Würde ich sagen, dann gehen wir zu Gary, aber vorher, was geil war, ich habe da trainiert. Was taucht auf? Ein Schicke! Dann kam noch ein männliches Nidoran. Ja, ein Rettern ist aufgetaucht, ein Pummeluff. Pokédex. Shigi. Honio hatten wir ja schon gesehen. Taubsi, Ratsatame, Habitat, Rettern. Nidoran weiblich, Nidoran männlich. Pummel. Das war's, die haben wir gesehen. Toll. Und jetzt probieren wir es nochmal. Hey, Chris! Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es! Wahrscheinlich besitzt du nicht einmal einen Porn. Einen Porn, vor allem. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Ja, sind sie. Und mal gucken, ob ich diesmal gewinne. Was hat er? Ein Taubsi. Hat er ja vorher auch schon. Na gut, die sind halt nicht random, ne? Ich würde sagen, einmal Routenslag, wir sind schneller, das ist schön. Ach fuck. Ich habe vergessen. Ich habe die Kampfanimation ausgemacht, ich muss die dann gleich wieder anmachen. Dass das halt schneller mit dem Trainieren geht. Habe ich die Kampfanimation ausgemacht. Na gut, passiert. Noch ein Ruckzucki und das Taubsi ist Geschichte. Lalala. Ein Bisasam. Machen wir Routenschlag. Routenschlag. Na, wie viel zieht's ab? Ja, das geht ja noch. Ruckzuck Hieb. Bisasam ist vor allem Taubsi ist Level 9. Bisasam ist Level 8. Ja. Richtig. Ruckzuck Hieb. Tschüss. Gewonnen. Soll es vorher auch gehen müssen. Ja, vorhin. Wir nehmen das halt hier nach und nach jetzt gerade auf von einem Tag. Weil ich halt nicht so viel Zeit habe. Und durch meine schlechte Internetleitung muss ich halt ein bisschen mehr hochladen. Aber ist doch nicht so schlimm. Chris besiegt Blau. Oh nein! So viel Glück wie du kann man nicht haben. Klar, siehst du doch. Man hatte ja Vorpay. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihm vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. So. Dann sagen wir mal Tausch. Machen wir das so. Machen wir Taubsi nach vorne. Taubsi braucht halt auch eine bessere Attacke. Dann. Dann kann man noch nicht mal 2 Minuten oder so, oder? Das ging schnell. Ey, wollte ich nicht runterspringen. Gehen wir uns das mal heilen. Und dann machen wir uns auf in den Vetania-Wald. Und nehmen natürlich alle Trainer mit. Das lohnt sich halt. Außer halt, wenn wir schon fast das Level-Cap erreicht haben. Dann natürlich nicht. Dann lassen wir die erstmal, dann werden die später gemacht. Sonst überstreiten wir das Level Cap und das ist doof. Mama, hier ist auch eine neue Route, ne? Ich will Karte sehen. Nicht Trank. Setzen wir die mal nach oben. Route 2, okay. Und dann können wir hier ein neues Pokémon fangen. Da bin ich gespannt, was da auftaucht. Bestimmt wieder irgendein Schrott. Oh ja. Na? Taucht doch auf, da ist es, ja. Es ist ein
Ratzfatz. Und somit setzt sich die Klausel in Kraft. Wie? Welche war das? Ich glaube die... Ich vergesse das jedes Mal. Die Dupes-Klausel. Also darf ich ab jetzt noch dreimal ein Pokémon begegnen. Wenn das scheiße ist, heißt verkackt. Wenn es dreimal das gleiche ist. Ein Taubsi? Ich weiß jetzt schon, dass ich das verkacke. Oder ich entscheide mich doch noch eins doppelt zu fangen, aber will ich eigentlich nicht. Dann fange ich hier halt nämlich keins und naja. Nummer 2. Ein Safkorn. Okay, aber somit ist auch bestätigt, dass halt durch das Randomizen die Pokémon komplett alle drin sind. Da war ich mir nämlich nicht ganz so sicher. Alles klar. Und Safkorn wurde gefangen. Das Trainieren von Safkorn wird ja der Hammer sein. Gott. Also, nach vorne wechseln, nach vorne wechseln, vorne wechseln, vorne wechseln. Fuck. Scheiße. Müssen wir später nochmal ändern, ne? Hab ich total vergessen. Aber das... ja. Mit dem Emulator kann ich jetzt nicht zurückspringen, das ist doof. Sonst könnte ich den nochmal umbenennen. Das machen wir später. Es passiert. Aber man gewöhnt ist einfach B zu drücken, um das wegzudrücken, aber naja. Was soll's. La 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 la. Das nächste Pokémon werden wir gleich in Metania weit fangen. Ein kleinen Moment, Route 2, ein Safkorn. So. Okay. Dann habe ich das nämlich drin, dann weiß ich, welches ich schon habe und welches nicht. Sorry Leute. Schon ein bisschen spät. 9:30. Ist schon relativ spät für mich. Da ich ja nach der Aufnahme in die Haie muss, gab's jetzt hier was eigentlich? Hast du schon einen Ratzfratz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Aha. Du gehst in den Vetania-Wald. Sei auf der Hut. Dort verläuft man sich leicht. Ach nö. Wenn man es kennt, passt das ja. Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Aha. Das erste Item ist hier. Nicht? Da oben war das. Ja, vergesslich. Doof. Was weiß ich. Na, was ist das? Ein Aufwecker. Okay. Naja. Nicht so der Brüller, ne? Ah, Brüller. Ja. Irgendwie taucht hier nichts auf, kann das sein? Hallo? Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle bei dir haben. Da war auch nichts. Apropos Pokébälle, wie viel habe ich eigentlich noch? 7 Stück, ja gut, das reicht erstmal. Dann komm her, kämpfe. Hey, du hast doch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Käferblau möchte kämpfen. Setz ein Hornlio ein. Ja, was für ein Schwein. Sandwirbel. Erstmal die Genauigkeit senken. Badenschuss. Schlug schon fehl. Das ist auch gut. Giftstachel. Das war so klar, ne? Irgendwie. Sowas von klar. Ach fuck. Ja, ich weiß, ich hab vergessen die Animation einzuschalten. Mach ich gleich. Versprochen. Ein Raupi. Ich schaff das noch mit der Vergiftung. Ist kein Problem.
Aber mir kommt so vor, ob Robby hier eigentlich der Trainer gar keine Robby hatte. Hatte er nicht einen Kokuna noch? Oder verwechsel ich das jetzt irgendwie? Ah, Robby hat es nicht geschafft. Okay. Gegengift. Gut, dass wir uns das geholt haben. Optionen. Da Kampfanimation. Machen wir die mal wieder an. Warum habe ich das bloß wieder vergessen gehabt? Der nächste Trainer. Hey, ein Pokémon-Trainer stiehlt sich nicht so einfach davon. Ach doch, ich dachte, ich komme einfach davon, ohne zu kämpfen. Ein Honliu. Ach ja, ich glaube, das war sogar standardmäßig, ne? Windstoß! Attacke! Bom, 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 bom! Oh, Volltreffer. Hält gesessen. Na, wieder vergiftet? Ja. Was hat das eigentlich für eine Chance? 100% oder was? Ich war der Meinung, das hatte nie so hoch die Chance. Boss erreicht Level 11. Da müssen wir halt jetzt auch so langsam aufpassen. Ein Kokuna. Ich setze mal Safkan ein, kurz. Dass er wenigstens einen Erfahrungspunkt hier kriegt. Hätna. Ja, kann ich auch machen. Hätna. Wir machen jetzt mal kurz das Hätna-Spiel. Hätna. 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 Nimm mir Bisasam. So. Jetzt kriegen drei Pokémon Erfahrung. Ikesam. Okay. Vor allem die Verteidigung, wie hoch die gesetzt wird jetzt so langsam. Heuler war was? Angriff, stimmt ja. Nützt ja nichts. So. Nichts geschieht. Der Hätner so komplett hoch gemacht. Ja, aber wenn es keinen Hätner mehr hat, dann macht es ja Verzweifler, ne? Was stand da eigentlich? Die Schmarotzer-Attacke schadet gegen Kokuna. Oder schadet gegner Kokuna. Warum Schmarotzer-Attacke eigentlich? Das wusste ich auch noch nie, dass Schmarotzer-Attacke steht. Auch was Neues. Ja. Ja, Attacke. Okay. Na gut, machen wir das so schnell platt. Hat ein bisschen zu lange gedauert eben für mich. Ja. Ja, guck mal, das ist nicht vergiftet worden. Kann das sein, weil das ein Pflanzen-Pokémon ist? Und taub sie halt einen Flug. Flug normal, glaube ich, war das. Halt ein Flug-Pokémon ist. Kriegst du die Käfersammler? Oh! Ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Oder kein kampfbereites Pokémon mehr. Ja, ich weiß. Item. Gegengift. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Heilen unsere Pokémon. Kaufen uns noch ein bisschen Beleber. Beleber vor allem. Ich meine Gegengift. Warum kam ich ihm auf Beleber? Keine Ahnung. Dip, dip, dip. Ja. ja. Lauf doch schneller. Schade, dass man hier keine Turboschuhe hat. Was ein bisschen doof ist. Naja, kann man auch nichts machen.
Ja, nee, ist klar, Skate. Wenn die Community von einem feiert, dass man einfach mal rote Pfeile aufs Thumbnail packt. Ja, nee, ist klar. La 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 la. Ich hab. Eigentlich wollte ich keinen Pokéball kaufen. Ich hätte 7. Mach jetzt 10 Stück raus. La 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 la. 2 Stück haben wir noch. Machen wir. Holen wir uns 8. Okay, das sollte auch reichen. So, dann gehen wir mal weiter. Der Namensbewerter war echt viel zu weit weg. Ob ich dann noch dran denke, das Pokémon zu benennen? Ja, wahrscheinlich. Dann werde ich mir das schnappen und einfach benennen. Auch wenn das vielleicht nicht meinem Team ist. Aber warum ist da eben kein Pokémon aufgetaucht? Na? Das kann doch nicht angehen, dass das so lange dauert, dass ein Pokémon auftaucht. Merkt ihr das? Und ich habe noch nicht mal Schutz an. Ich glaube, doch, Schutz gab es hier auch schon. Ah, guck mal. Na? Top-Trank. Ui, das ist cool. Aber wenn ich das jetzt schon so früh einsetzen würde, wäre das verschwendet. Warum taucht hier kein Pokémon auf? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Kein Pokémon in Metania, weil? Ich dachte, hier wäre ein Trainer, deswegen gehe ich hier lang. Ja. Boah, ey, warum taucht hier denn nichts auf? WTF? Hä? Hab ich auch noch nie gehabt. Glaube ich. Naja. Was ist da für ein Item? Oh ja, du mich auch. Das nervt so ein bisschen. Muss ja nochmal umstellen. Dass er nicht mit dem Spiel nervt. X Abwehr. Naja. Dinger nutze ich eh nicht. Willst du mich verkackeiern? Ah, was? Einen Moment, nochmal was. Stiller Modus. Sollte eigentlich nichts passieren dann. Die Maus sieht jetzt mal im Bild war. Hallo. Aha. Hatte lange gedauert. Und es ist. Kapado, Kapado. Kapado, Kapado. Warum ein Kapado? Aber gut. Eigentlich ist Gyarados echt nicht schlecht. Mal gucken, ob wir es einfach mit dem Pokéball fangen können. Ne, noch nicht. Ja, mach dir mal Platscher. Hat keine Wirkung. La 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 la. Und das Kapador wurde gefangen. Oh, wie nennen wir den? Ich sollte mal lesen, was da eigentlich steht. Wie nennen wir das Kapador? Ja, das passt nicht, ich wollte Mr. Platzschein schreiben. Aber gut. Nach wem kann ich den denn benennen? Wen kann man da denn nehmen? Wen kann man denn als Kapador bezeichnen? Ist aber auch mies eigentlich. Ich weiß, wie ich das nenne. Fischi. Warte mal.
Das passt doch sogar. Fisch. Ja, ich muss halt ein O statt ein Null ranmachen, aber Fischkorb. Nennen wir ihn einfach Fischkorb. So wie den einen YouTuber Fischkorb. Okay. Hey, warte mal. Warum die Eile? Weil ich hier raus will. Weil der Part eigentlich schon zu Ende ist und ich jetzt einfach nochmal kämpfe. Naja. Kommen wir hier raus. Dann gehen wir nochmal ins Pokémon Center und da beende ich die Aufnahme. Obwohl, davor ist noch ein Trainer. Hier können wir im Gras umgehen. Ich schreibe mir dann gleich auf, welche ich hier noch geholt habe. Dann ja gut. Überziehen wir mal die Folge ein bisschen, dann machen wir den einen Trainer nämlich noch. Tschüss, Sonlio. Ist ja nur ein bisschen. Dann fangen wir einfach noch das weitere Pokémon. Das wir dann da kriegen. Hast du was für uns? Achte auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Weiß ich doch. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen und verschiedene zu finden. Ach nö. Ach nee, hier war ja gar keiner, stimmt ja. Ich kam nicht drauf, dass ich ein Trainer war. Warte mal. Das ist doch eine neue Route, oder? Nein. Okay. Das wäre was gewesen. Gut. Da sind wir jetzt in Marmoria City. Hier ist das Pomelo. La la la. Dann seid ihr alle eingeschlafen. Edge. Ich habe ein super Team, echt, das muss ich sagen. Bisasam? Taubsi? Ratzfratz? Safkorn? Und Kabador. Aber mit Kabador zu kämpfen ist ja, bringt ja nichts. Ich weiß gar nicht. Entwickelt sich Safkorn nicht Level 9 zu Smetbo? Ich bin der Meinung, ja. Irgendwie Level 6 zu Kokuna? Kokuna sage ich schon zu Safkorn, also Raupi zu Safkorn und Level 9 glaube ich zu Smetbo. Müsste so hinkommen. Ja gut Leute, aber dann würde ich sagen, werde ich hier vom Pokémon Center die Aufnahme beenden. Lasst mir doch eine Bewertung da, wie ihr die Folge fandet. Schreibt reichlich in die Kommentare. Hatet mich, wieder, was das Zeug hält. Viel Spaß dabei. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Rot, die Randomizer Nuzlocke Challenge. Ciao, ciao.